Haariger Spinnenbesuch ist in Südaustralien nichts Ungewöhnliches. Der Hausbewohner geht wenig zimperlich mit der Wolfsspinne um, will sie mit seinem Besen erschlagen. Dann die Überraschung. Oh, the babies come out of it. Oh, look at them. Ja, tatsächlich. Die weibliche Wolfsspinne trägt zahlreiche Jungtiere in einem Kokon im Hinterleib bei sich. Bei dieser Art ganz normal. Durch die Besenattacke platzen die Babys heraus und verteilen sich über den ganzen Boden. So hat sich der Spinnenjäger das Ganze sicher nicht vorgestellt, aber er gibt nicht auf und tötet auch den krabbeligen Nachwuchs. Bleibt für ihn nur zu hoffen, dass er auch wirklich alle erwischt hat. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte unliebsamen Spinnenbesuch lieber lebend vor die Tür setzen.